Wir mal weiter. Was ist jetzt der zu sagen? Mann, der schwur, Gott zu retten. Der Held, der seine Bürger beschützen wollte, soll die Wehrlosigkeit sprechen. Es eben gesehen, das Batmobil kam eben von oben gegen eine Wand geflogen und ist nicht zu mir gefahren. Du stirbst hier und deine Legende stirbt mit dir. Was eine Farce, Alter. Ja, gut. Vielleicht sollte man da mit dem Batmobil hinfahren. Stufen an immer nur noch ein. Ja. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Mirgani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir. Aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Ja, wir eben gesehen haben, war es eine Überraschung für uns. Naja. Das ist ja schon. Scheiße. Nein. Boah, ey. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Ja, ist ja auch der Sinn der Sache, Alter. Ja, eben war es nicht so, dass sie uns hätte treffen können. Jetzt oh, plötzlich. Alter, wie viele sind das? Sieben noch. Ja, geil. Schießt euch gegenseitig ab. Wo kommst du jetzt her? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt wäre dieser Virus ganz gut. Vielleicht. Der letzte. Was war's? Panzer am Eingang ausgeschaltet. Von wer kann das immer noch ansagen? Es sieht doch gar keiner. Verstehe ich das nicht. Naja. Alfred, ich bin am Tunneleingang. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. Macht das. Der Arkham Knight 186 Meter. Machen wir mal. Alfred, noch eine Brandschutztür. Öffne sie für mich. Herrje, Sie haben mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass Sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Ja, den finden wir. Au. Irgendwelche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Ja. Alter. Wie unerwartet. Ich verstehe aber, warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Was für ein Anfall? Dennoch, wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Manchmal hasse ich ihn, manchmal liebe ich ihn. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern.
Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Werfer. Okay, was ist denn, wer ist denn dieser, da ist der Werfer. Also nochmal, Barbara wurde entführt und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich tot. Sie riecht den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Ja, was will dann? Nicht. Ist wohl nicht der beste Tag deiner Karriere, was? Bedrückt dich etwas? Och nö, ich kenne es doch. Ja. Ich hasse. Lass Robin davonziehen. Du kannst ihn nicht für sein Heilmittel schuften lassen. Nein. Ja. Ich hasse dieses. Wenn er draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen. Ferngesteuerte Ding immer. Win-win. Was winnst du? Gar nichts. Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Ha, vergiss es! Ich bin chronisch, Brucey. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Naja, wissen tue ich das nicht, aber... Versuche es doch wer. Weißt du noch, als es ganz einfach war? Früher, als es nur dich... Mich. Ja, dich und mich und erzähl weiter. Ständigen Krieg gegen das Verbrechen gab. Tja, schau dich um, Bats. Dinge ändern sich. Jetzt gibt es nur Krieg. Mit dir mitten im Zentrum. Natürlich gibt es im Krieg Verluste. Oh. Ist unvermeidbar. Unabwendbar wie der Tod. Na, nicht ganz. Ich bin ihm ja schon oft von der Schippe gesprungen. Aber so ein Glück hat nicht jeder. Als ob man diesen Greifhaken nie hören würde, verstehst du? Müssen wir denn lange da lang? Natürlich tust du das. So eine Braut vergisst. Nur ein Zügel und fort waren deine Hoffnungen auf ein Happy End. Du gibst mir die Schuld, aber du irrst dich. Alter. Wir wollen uns ja nicht mit zu vielen anlegen. Ihn sehen tun sie ja nicht. Wann kommen wir hier raus? Jetzt ist er weg. Ah ja. Sollten wir hier wirklich raus? Naja, der Arkham Knight steht zumindest nicht da. Meine ich doch. Titanbeschichtet, gepanzert, nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara.
Ich kümmere mich besser um sie, als du es je getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. Nichts passiert, denn wir haben immer noch Mittel gegen die Schmerzen. An mir kommst du nicht vorbei! Verpiss dich. Dir. Komm ich wohl vorbei. An euch genauso. Schöne Serie, Alter. Na Mensch, gut, dass wir nochmal unsere Panzerung verbessert haben. Scheiße. Alter, das gibt's doch gar nicht. Der trifft uns immer noch im letzten Moment. Geht doch. Ist er schon mal weg und kann uns nicht mehr nerven. Scheiße. Ich werde jeden einzelnen noch. Was das? Oh, scheiße. Los! Hier kann er uns nicht erwischen. Du bist nicht der Einzige, der bei einem Faustkampf mit einem Panzer ankommen kann. Nur der Einzige, der sich nicht traut, tödliche Munition zu benutzen. Na gut, und jetzt? Ach so. Danke, Joker. Superschurke, glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein paar Panzer Batman aufhalten. Ja. Naja, wie es aussieht, Batmobile-Fernsteuerung und... Hallo. Freunde. Ich sehe nichts. Freunde. So grau wegen der Fernsteuerung. Oh, und mit diesem Licht, Alter, geht ja gar nicht. Zerstören wir dich noch. Das war's schon? Schon, Batman, welcome. Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ja. Schnapp mir den Knight. Er ist hier in den Tunneln. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Ja? Hab, ach da, okay. Ich hab was übersehen. Wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. Nein.
Naja, vielleicht weiß er doch nicht, wo sie ist, aber... Ja, vielleicht. Nehmen wir halt mal eine Abkürzung. Naja. Scheiße, ey. Wieso musste meine PlayStation jetzt rumspacken, ey? Fuck. Aber er kommt hier lang. Willst du mich eigentlich verarschen, Batman? Jetzt fahr doch mal. Ja, jeez. Oh, jetzt sind es nur noch zwei. Er gehört mir, mhm. Komm schon. Nein, fahr doch jetzt nicht gegen die Wand. Wie fahren die denn eigentlich alle? Wo fahren die lang? Das gibt's doch gar nicht. Können die ein... Alter, dieses Batmobil ist so schwer zu steuern. Das ist unnormal. Jetzt fahr! Mein... Ja, komm, ey. Fährt er denn lang? Warum? Wieso? Ja, fahr doch noch mal hier rein, ey. Leck mich doch, dann funktioniert die Scheißbremse nicht. Wo ist die denn jetzt hin? Da. Fahr doch nicht über deine dummen Kurven. Kannst jetzt nicht einmal gerade Strecke fahren? Du stehst so oder so nicht unter Beschuss. Fahr doch mal normal! Links, rechts! Heilige Scheiße! Kannst du jetzt mal... Wie soll man den denn kriegen? Leck mich doch, Alter! Ja, fahr hier runter. Nein, nein, nein! Alter! Wo fährt ihr denn lang? Die Scheißbremse funktioniert auch nicht mehr. Warte doch mal, Alter. Brauchst du nur noch einen Treffer? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hängt er sich hier an der Scheißkante fest. Leck mich doch. Alter. Fahr doch mal normal! Heilige Makrele, Alter, jetzt! Komm, wie sieh doch mal schnell an! Heilige... Der Panzerwagen ist zerstört, ich wiederhole, der Panzerwagen ist zerstört! Sofortiger Rückzug für alle Begleiteinheiten!
Ja. Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight, aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Rede. Hört sich das an, den falschen Mann zu jagen. Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orgen? Eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen. Doch kann ich. Jetzt rede. Was muss ich jetzt tun? Gas geben. Wo ist er? Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin. Er hat die Unterschlüpfe für den Angriff bereitgestellt. Der Neid ist zu ihm, will ihn bezahlen. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Ich rede ja schon. Hör auf! Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Kein Problem, ey. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich, dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Na dann, holen wir uns mal unsere schönen Sachen ab. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Naja, so, was haben wir denn noch so zu tun? Riddler, machen wir Riddler weiter. Dies oder das oder dort. Dann machen wir Riddler. Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Er verliert Alfred. Das macht ihn gefährlich. Womöglich ist die wahre Herausforderung, sein selbstherrliches Geschwätz zu ertragen. Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Jetzt müssen wir in die Richtung hier sind die. Müssen wir lang? Naja. Achso, wir müssen hier hoch. Unsere Armee ist gut ausgebildet. Diszipliniert und treu. Keine Spur von Feigheit werden dich bedienen können. Nicht schon wieder. Die Runde ist vorbei, dunkler Ritter. Ich hoffe, du verstehst das. Hätte ich es gewollt, wärst du schon gescheitert, bevor du die allererste Hürde überhaupt verstanden hättest. Aber nein, nein, nein. Ich wollte, dass dir das volle Ausmaß meiner Brillanz klar wird. Verstehst du? Um meine Überlegenheit zu würdigen. Aber nun, tja, ich werde es dir nicht mehr so leicht machen. Dann mach's mir halt nicht mehr leicht. Nein! Bitte, lass deinen Geist bloß nicht von ihren Eigenheiten brechen. Warum? Nein, du verlierst keinesfalls das letzte Stück Bezug zur Wirklichkeit. Du ach so, sag es doch, Alter.
Was ist denn die Scheiße? Komm schon. Nein! Das gibt's doch gar nicht! Der Wagen soll noch fahren, wenn ich mit dir fertig bin. Alter! Der Kurs liegt in der Kanalisation, Detektiv. Du brauchst vielleicht den Heimvorteil. Genau da, wo ich hinfahre, hält natürlich dieses Drecksding runter. Vorwärts, Batman! Oder braucht der dunkle Ritter einen Boxenstopp? Dunkler Ritter, nochmal! Komm schon, einfach MH Maul halten. Nein! Vor allem, ich habe das Gefühl, hier rutscht man total. Die Mauern der Unvermeidbarkeit nähern sich schnell. Nein! Um die Kurven! Um die Kurven mit dir! Ich leg noch was drauf! 500 Leder kommt im Trock! Nein! Verpiss dich! Weißt du, ich glaube, die Reifen an diesem Ding sind genauso dick wie dein Dickschädel. Jetzt war ich zu schnell. Klaustrophobisches Gefühl. Mach dich bereit für die letzte Runde. Ja gut. Ich will jetzt schon nicht mehr. Welch passendes Ende für dich, Detektiv. Als Schmutzfleck auf dem Boden. Nein. Alter, das ist so verwirrend, wenn die wieder hochgehen, ey. Ich sehe es, Detektiv. Du berechnest die Kurven falsch. Schleuderst auf dich ran. Boah. Wo sind wir hinten hier? Okay. Alter. Nein! Genug, genug. Noch eine Runde wäre dein Ende, dunkler Ritter. Und ich will den Spaß einfach noch nicht enden lassen. Dein nächster Schlüssel wartet. Schlüssel wartet. Alter, ich kann nicht mehr, ey. Nein. Okay. Oh, fein. Der spaßige Teil. Hier stehen die 5. Oh. Glaubst du, er ist clever genug, Katze? Warte, wie stehen wir? Okay, das bedeutet, wir haben. Und los geht's. Wenn nicht, muss der auf der anderen Seite sein, aber. Naja, stirb halt. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst also wirklich einfache Anweisungen befolgen. Ja klar, ich will es nochmal machen. Ich bin doch nicht dumm. Ich
Ich muss schon sagen, dunkler Ritter, deine Mühsalen übertreffen meine zugegebenermaßen niedrigen Erwartungen. Ich bin beeindruckt. So fühlten sich wohl Naturforscher, als sie Schimpansen zu können. Es ist wahr. Versuchen wir es mal, ja? Gehe zum Gotham Casino für deinen nächsten Test und es gibt eine Banane. Ja. Okay. Dann war es wahrscheinlich für heute am Samstag und dann sage ich Tschüss, bis morgen.